Willkommen zu Dark Souls 2 Skull of the First Sin. Hier ist wieder euer Gonzo. Jetzt musste ich gerade warten, bis die Aufnahme startet. Ich hoffe, da läuft jetzt auch alles richtig bei. Da steht gar nicht, wie groß die Speicherkapazität ist. Ich hoffe, es verläuft gerade alles nach Plan. Das ist merkwürdig. Okay, es scheint am richtigen Aufnahmeort zu sein. Hoffentlich funktioniert alles. Es gab gerade eine extreme Verzögerung. Moment, Kopfhörer aus. So, Kopfhörer sind jetzt wieder an. Und ich habe bereits das Leuchtfeuer betätigt, das heißt, hier sind wieder alle Gegner auf Maximum. Deswegen laufen hier auch keine, ich habe mich gerade gewundert, aber ist klar, die Ritter laufen hier nicht mehr frei rum. Da es nun den Boss wieder gibt, die kommen ja nur, wenn man es sich wagt, den Drachenreiter runterzuwerfen. Schon früh im Spiel. Der Drache da oben ist auch wieder da, okay. Damit sind die jetzt erstmal beiseite geschafft. Oh, diese großen hier, bei denen habe ich immer so Probleme. Weil ich es einfach nicht hinbekomme, deren Schlägen auszuweichen. Oh, geht eigentlich ganz gut. Okay, meine physische Resistenz ist jetzt auch nicht gerade ohne. Da kann ich schon den einen oder anderen Schaden noch einstecken. Gut. Trinken wir ein Estus. Uns wird es hier an nichts mangeln. Wir haben ja noch diese ganzen Steinchen. Alles ist gut. Wir können ja in Ruhe durchlaufen. Die Unsterblichkeit ist auch auf meiner Seite. Ist da gerade ein Grafikglitch? Wir können durch den Stein gucken, durch die Treppe gucken. Schaut mal. Ja, nicht nur in Dark Souls 1 gibt es diese Grafikglitches. Die gab es auch schon hier. Die Frage ist, machen wir den Drachenreiterkampf richtig oder lasse ich ihn einfach runterfallen? Na, was sollen wir versuchen? Sollen wir versuchen, ihn runterfallen zu lassen? Warum stunt der mich so blöde? Hör auf, mich so blöd zu stunnen. Okay. Jetzt ist aber hier Ende mit dir. Ende Gelände. Ich glaube, ich könnte auch wunderbar durchlaufen und mir einfach den Ritter zur Hilfe rufen. Den ruhelosen oder Glencore, der Glencorige oder keine Ahnung wie. Glencore Remastered oder Herrenloser. Herrenloser Glencore. So. Esel, wann stehst du denn da? Esel, wann stehst du denn da? Mit dir habe ich nicht gerechnet. Wir rufen jetzt den Glencore. Wo ist Glencore? Da hinten. Da leuchtet sein Rufsymbol. Das Rufsymbol des Glencore. Wow. Drecksäcke. Was war das denn? Da rufen die hier einfach ein schwarzes Phantom zur Hilfe. Au, 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 au. Nein! Verdammt, da bleibe ich einfach hängen. Das ist ja blöd. Bin ich versehentlich runter? Springt er hinterher? Nein, schade. Wir haben die Spiegelung des schwarzen Phantoms gesehen. Scheinbar ist der Boden kein Hindernis, um im Wasser gespiegelt zu werden. Da können wir von unten durch die Levelarchitektur durchschauen. Och, das war ja blöd. Da bin ich aber gerade blöd gestorben. Testen wir doch mal eine andere Waffe. Und zwar meine richtig große, schöne, mein riesiger Lollipop. Mein riesiges Sorbet. Wo ist mein Sorbet? Hier. Meine Kinder essen kein Sorbet, sie essen Sorbett. Und sie wollen viel lieber ein Eis haben. Aha, hab ihn getroffen. Gut. Boah, das zieht aber gleich viel mehr ab. Das sieht doch gleich ganz anders aus. Okay. Das sieht doch schon ganz anders aus. Das macht alles viel leichter. Der Typ kommt wieder. War er nicht ein einmaliger Gegner? Oder war das nur im Originalspiel so? Ja, hält immerhin 4 Schläge aus von meinem riesigen Lollipop. Der Drops ist gelutscht. Nächster bitte. Ich wurde letztens auch gefragt, warum ich denn eigentlich nicht alle Ringe hochhole für den Drachenreiter. Nur dann kann man ihn runterwerfen, wenn man nicht alle Ringe hat. Ich könnte auch mal zaubern hier, ne? Ich bin doch...
die Magierin schlechthin. Und seht mal, ich nehme einen von diesen 99 hier. So viel Zeit muss sein. Ich zauber mir jetzt den Weg durch die Gegner durch. Scheiß drauf, holen wir den Glencore später. Damit haben die Entwickler wohl sowas von gerechnet, dass man das versucht. Da haben die uns gerade einen schönen Streich gespielt. So, jetzt Entdeckung. Ich glaube, Dunkelheit könnte hier der Clou sein. Ich glaube, Dunkelheit mögen die so gar nicht. Ja, genau, genau. Das sind alles menschliche, also alles Humanoide. Die haben ein Problem mit... Oh Mann, konntest du das Schild nicht ein bisschen schneller hochnehmen? Haben ein Problem mit Dunkelheit. Und ein Schild haben sie auch nicht. Ah, wow, was? Jetzt sind alle Seelen weg. Seit wann kann der uns one-hitten? Alle Seelen. Ich war kurz davor. Kurz davor war ich, ein Level-Up zu bekommen. Ja, nur noch 60.000 waren wir vom Level-Up entfernt. Jetzt beginnen wir wieder bei Null. Das ist die Geschichte von Dark Souls. So läuft das hier. Ich glaube, ich könnte auch einfach, ganz einfach, hinter den Bosskampf mich teleportieren, oder? Und den Boss von hinten nehmen. Wäre das nicht lustig? Du und deine ganze Sippe an Keulenschwingern. Ihr müsst sterben. Blödmann. Blödmann. Nur wegen seiner riesigen blöden Keule, die er doppelseitig nimmt, doppelhändig. Was glaubst du, wie lange du mir standhalten kannst? Du rutschst doch schon nach hinten. So. Das war meine Rache. Beginnen wir wieder von vorne. Wir haben 7000 Seelen. Du! Oh ja, du! Komm du mir noch mal her. Ach, um die Seelen soll es ja nicht gehen. Komm, das hätte jetzt auch ein bisschen treffen können. Hätte einfach mal ein bisschen treffen können. So, nächster weg. Oh, da kommt schon wieder einer von hinten. Wie lange kannst du dich... Ah, oh, du kannst dich lang genug verteidigen, verdammt. Da ist mein Zauber auch schon alle. Ey, geil. Gut, tust du mir einen Gefallen? Machst dasselbe? So. Dreckige Lache für dreckige Gegner. Dann müssen wir noch gar nicht den Glencore holen. Wir können jetzt den Drachenplatt machen. Erstmal den Drachenplätten. Ich glaube, der kommt auch nicht mehr wieder. Und gibt uns zumindest... Was? Der steht mit auf. Der Drache sollte uns ein paar schöne Sachen geben. Fossile Drachenknochen oder so. Du bist ja lächerlich. Du bist lächerlich! Mit den beiden an der Hacke kann ich leider nicht zaubern. Dafür sind die zu nah dran. Dafür verfolgt er mich zu stark. Jetzt aufpassen, dass der von der Seite nicht kommt. Ist der weg? Ist der verschwunden? Dann nutze ich einfach mein überlegenes dickes Schwert. Zack. Ja, der hat leider hier seine... Ja. Seine Mega-Konterattacken. Der überrascht einen und haut plötzlich rückwärts oder sowas. Das macht er auch mal gerne. Wir gehen nochmal so ein Steinchen essen, von denen wir einfach viel zu viele haben. Moment. Ich pack die einfach wieder ins Inventar. Das packen wir weg. Wo haben wir die ganzen Glückssteinchen? Hier. Die viel zu häufigen Glückssteinchen. Kehren wir zurück zur Magie. Ein dicker Seelenspeer. Der wird uns helfen. Den brauchen wir jetzt. Ich glaube, ich brauche die Magie aber auch gegen den Drachen. Oder benutzen wir den Bogen? Ich habe den Bogen. Der wird das richten. Zack. Da
haben wir jetzt wieder 5-mal Dunkelheit gegen den Ritter ohne Schild. Das ist doch perfekt. Oh nein, oh nein. Okay, seht ihr, das war jetzt aber kein One-Hit. Wie sollen wir denn damit klarkommen, dass dann plötzlich ge-One-Hitted wird? Ein kleiner Stein kann das richten. So, mit etwas Glück können wir auch einfach beide Bosskämpfe nacheinander machen. Wir müssen nur den Weg freiräumen. Jetzt stehen die alle auf, oder was? Du dämlicher Lanzenschwinger, du. Zack, Doppelschlag. Doppelschlag, am besten Doppelschlag und dann Schild hoch. So, warten wir mal, bis uns hier in Ruhe das Steinchen heilt. Das macht wirklich wenig Heilung, wenig Heilung. Nein! Der gefürchtete Rückwärtsschlag. So. Heideritter Gamaschen. Bei denen zu farmen macht ja besonders viel Spaß. Die haben ja... Oh Mann, so viel Angriff. Daneben! Wieso sind hier überall Phantome? Hat das gerade den Phantom, das Phantom gebraten? Braten Sie auch jetzt mein Phantom. Komm, Drache. Komm, mach mal. Mach mal. Mach mal. Ach, schade. Schade, dass das jetzt nicht... Dass er den Schlag nicht zählen lassen wollte, als er am Boden lag. Boah, die Steine, die heilen einfach viel zu langsam, ne? Die heilen viel zu langsam. Ich hab's geblockt, du hast es abbekommen. So läuft das. Steinchen, Steinchen. Ja, das ist ja lustig. Das ist ja lustig, wie du mir den Rücken zudrehst. Nein, wie ich dir den Rücken zudrehe. Beim Rückwärtsschlagen, verdammt. Schon wieder. Ausweichen und schlagen muss hier sehr gut getimt sein. In diesem Spiel. Kann er uns hier immer noch treffen, der Drache? Hat er gerade gegen mein Schild gehauen, ist dann ausgewichen. Hier ist noch einer. Hier ist einer. Guckt mal. Wir haben Hilfe zu erwarten. Was? Wieso kann er mir Havels Schild wegschlagen? Okay. Rufen wir mal jemanden, der sich damit auskennt. Bung, bung. Das bringt nichts. Komm. Ich brauche Hilfe von hinten. Ja, komm, komm, komm. Was? Komm, ich wollte ihn gerade backstabben und da passiert einfach nichts. Diese kleinen Steinchen sind doch echt scheiße. Die sind scheiße, die kleinen. Anhängerin Scarlet. Hat die den gerade fast gebackstabbt? So macht man das. Jetzt mache ich ihn doch alleine. Anhängerin Scarlet. Danke für die Hilfe. Wäre fast nicht nötig gewesen. Zeichen der Treue. So, wie machen wir jetzt den Drachen? Bogen habe ich gar nicht ausgerüstet. Ich glaube, er macht aber auch Feuerbälle bis hierhin. Irgendein richtig geiler Bogen. Habe ich eigentlich Großbögen hier ausgestattet und ausgerüstet? Habe ich nie gemacht, ne? In diesem Spiel. Besitzen wir denn sowas? Nö, das ist ein ganz normaler Bogen. Aber mit Blitzverstärkung. Aber ich wette, der macht jetzt kaum Schaden. Der macht doch keinen Schaden. Ja, macht wirklich nichts an Schaden. Schießt einen Feuerball. Trifft nichts. Okay. Dann nehmen wir einfach mal meinen verstärkten Bogen, meinen Dunkelheitsbogen, wie ich ihn liebe. Und, ach Mann, hat sich wieder verändert hier. Mehr, das ist auf jeden Fall mehr. Viel, viel mehr. Guckt euch diesen Schaden an. Gut, trifft mich gar nicht. Von hier aus ist ein leichtes Spiel, wenn ich das vorher gewusst hätte. Von hier aus kein Problem. Nochmal auf den Kopf. Geil. Das macht nochmal richtig schönen Schaden. Diese Kopftreffer. Gucken wir mal, wie der Ball abprallt. Und mein Pfeil trifft ihn trotzdem noch. Perfekt, perfekt, perfekt.
alles läuft perfekt. Diesmal ausnahmsweise mal läuft es perfekt. Ach komm, ja, in den Schwanz beim Hochfliegen getroffen. Da fällt er oben, da geht er down. Da ist er kaputt. Ich kann immer noch schnell rollen. Ich könnte jetzt, oder? Kann ich jetzt? Direkt den Drachenritter machen. Hätte ich auch einfach an dem vorbeilaufen können. Ich meine, die Brücke ist ja schon unten, ne? Haben wir alles schon gemacht. Die Wege sind ja... Oh, verdammt. Die Wege sind ja frei. Nein, da hau ich wieder voll daneben. Einmal auf beide hauen. Halt sie ein bisschen in Schach. Halt sie in Schach. Genau. Beachte mich nicht. Perfekt. Nächster. Das ist schon richtig gut hier. Boah, so viele Gegner. Blaue Kathedrale. So viele rote Phantome. Was machen die hier eigentlich? Und die haben noch den Speer des blauen Typen. Die haben auch die Kleidung des blauen Typen. Was soll denn das? Wir sind doch deine Freunde. Ha! Gebackstabbe des Todes. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter mit diesem Phantom. Das wird sich nämlich gleich eh in Luft auflösen. Ich könnte es benutzen für den Bosskampf, aber sie wird sich gleich von allein verflüchtigen. Und dann gehen wir alleine in den Bosskampf gegen Ornstein. Gegen den alten Drachenritter natürlich. Und ich vergeude weiterhin diese Mini-Steinchen. Hätte ich das vorher gewusst, dass hier bereits eine Hilfe rumliegt. Sie ist bloß ein kleiner Schatten, sie löst sich wieder auf. Warum kommen aber jetzt diese ganzen Heideritter auf mich los? Mit denen habe ich ja sowas von gar nicht gerechnet. Was ist mit diesem Heideritter? Will der auch? Willst du mich auch angreifen? Boah. Hat der eine Reichweite. Wir sehen, sie färbt sich bereits dunkel. Das heißt, sie hat fast ihre Pflicht erfüllt. Oh, das ist mal eine Reichweite hier. Gut. Scarlet wurde besiegt. Kurz bevor ihre Aufgabe erfüllt war. Dann rufen wir jetzt noch nicht diesen dämlichen Ritter, der da auf uns wartet. Da habe ich mich gerade verzaubert. Verzettelt und verzaubert. Das sah nicht gerade wie eine Attacke aus, die uns one-hitten könnte. Ne? So ein bisschen Ausdauer, die uns abgezogen wurde. Aber eben hat er uns total gekillt. Oder vielleicht war es auch diese Attacke. Okay. Okay. Jetzt bin ich schon mal hier. Jetzt ist es auch egal. Das brauche ich auch nicht mehr. Hallo? Schade. Komm. Der bleibt ja bestimmt da, ne? Der herrenlose Gelenkchor. Den dritten Schlag hätte ich mir sparen können. Mit Stichattacken kommst du nicht weit gegen mein Schild. Es ist ein einzelner Fels. Was war das denn bitte? So, selbst mit nur ganz wenig Ausdauer kann man mit diesem Schild noch klarkommen. Vor allem, wenn der Gegner nur sticht. Aber seht ihr, wenn die einen Schildschlag machen, dann ist das Schild auch wirklich weg. Geborstener roter Augapfel. So, die Frage ist, brauche ich den nicht? Locke ich den Gegner sofort in den Tod? Oder gehen wir doch mal erst zum anderen? Dich nehme ich mit, wir gehen zu Ornstein. Wir machen Ornstein zu zweit. Und ich nehme an, dann kommen bereits alle Heideritter auf uns los. Und dann habe ich Glencore immer noch als Hilfe, um durch die Heideritter zu kommen. Um dann den Drachenreiter einfach ins Wasser fallen zu lassen. Das ist mein Plan. Komm mit. Wir nehmen noch so einen nutzlosen Stein. Das ist so geil. 99 davon. Man braucht die Dinger nie wieder. Obwohl, jetzt scheint er gut zu laden, ne? Jetzt gerade. Wo ich ihn nicht brauche. Wo kein Gefecht stattfindet. Ob die im Kampf irgendwie schwächer sind? Während des Kampfs. So, der Bossmarathon kann weitergehen. Das wäre also wirklich ein langes Gebiet. Daran habe ich gar nicht gedacht, dass wir bei einigen Bossen erstmal wieder durch ein Gebiet durchlaufen müssen. Und cleanen. Vielleicht hätten wir auch einfach durchrennen können. Aber das macht weniger Spaß. Komm, 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 komm. Ich weiß, du hast woanders gewartet. Du wolltest eigentlich... Bist du gerade gestorben? Verdammt, bist du gerade... Ist der irgendwo runtergestürzt? Nein.
Ich weiß, du willst eigentlich woanders helfen. Du willst beim Drachenreiter helfen. Du willst gar nicht hierhin. Aber ich zweckentfremde dich jetzt einfach mal. Gut. Wo wollt ihr denn hin? Hier droht uns auch keine Gefahr mehr. Und ich wechsle hier mal zur richtigen Heilung für den Kampf. Jetzt sind wir bei 20 Minuten. Herrenloser Glencore. Ja, was ist denn hier los? Ist verschwunden. Macht ihr Witze? Ist das nicht das Leuchtfeuer für... War das nicht das Leuchtfeuer? Welches Leuchtfeuer macht denn den Drachenreiter wieder gesund? Wie kriege ich den wieder? Den Drachenreiter. Das ist ja schade. Nicht den Drachenreiter, den alten Drachentöter. Wir haben ja noch zwei Leuchtfeuer, die ich betätigen kann. Das ist ja blöd. Okay, ich werde noch alle beide weiteren Leuchtfeuer in diesem Gebiet wiederherstellen, um zu gucken, was passiert. Dadurch werden wir die Gegner, die jetzt schon wieder da sind, nicht verstärken, keine Sorge. Und hätte ich keinen Kompagnon eben dabei gehabt, hätte ich auch gesehen, dass hier kein Gegner mehr ist. Das ist merkwürdig. Okay, wir machen das in der nächsten Folge. Und ja, das hat zumindest Spaß gemacht. Ich habe alle meine Seelen verloren. Ihr hattet was zu lachen, glaube ich. Also zwei weitere Leuchtfeuer herstellen und gucken, was passiert. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao, bye bye. Entschuldigung, dass es diesmal keinen Bosskampf gab. War wirklich knapp. Ciao, euer Gonzo aus Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.